Johnny. Johnny. Der ist so der kleine Fratz. Na, wie geht's so? Wie geht's meinem kleinen Maskottchen? Jo, ich spiele mal wieder Nintendox und Cats. Part 7 müsste das sogar jetzt schon sein. Der kleine Fratz hier hat sich schon ziemlich angelebt. Dem geht schon ganz gut hier. Ausgehen waren wir schon, einkaufen waren wir auch schon. Schutzzähler zeigt trotzdem noch 0 an. Warum auch immer. Die Utensilien haben wir auch schon getestet. Jo, einen Wettbewerb haben wir noch nicht gemacht. Können wir gleich mal starten. Dein Hund ist sehr hungrig. In diesem Zustand kann er nicht an den Wettbewerben teilnehmen. Dann werden wir ihn wohl vorher noch mal füttern müssen. So, hab Trockenfutter für dich. Komm her, Johnny. Friss. Trink. Hol's dir Trink. Schön Futter nur trinken. So, aber jetzt Wettbewerbe, oder? Disk-Wettbewerb haben wir hier. Cursing haben wir. Und Gehorsamkeitstest. Okay, den Gehorsamkeitstest müssen wir so eine Karte machen. Das geht noch nicht. Och, süß. Süß. Süßer kleiner Johnny. Rollst dich auf den Boden. Du benötigst einen Disk, um an dem Wettbewerb teilnehmen zu können. Disks sind im Laden für Haustierbedarf erhältlich. Okay. Ja, ich kann mich also steigern. Disk-Wettbewerb, Juniorenpokal. Ach so. Verschiedene Wettbewerbe und ich muss mit dem untersten anfangen. Dann können wir uns langsam hocharbeiten. Willkommen beim Juniorenpokal des Disk-Wettbewerbs. Das ist Chippy, ein Dalmatiner. Da in der Mitte seht ihr Johnny, mein Maskottchen, mein kleines Maskottchen. Und Rover, ein Boxer. Was soll denn mein kleiner Johnny neben den ganzen Großen hier machen? Wir befinden uns nun in der alles entscheidenden letzten Runde. Das heißt, wer wird Disc Champion? Okay. Wusste gar nicht, dass das die letzte Runde ist, aber ja gut. Ich habe von den vorigen Runden nichts mitbekommen. Ja, wie auch immer. Die heutigen Favoriten sind Johnny und sein Herrchen Zwergi. Das Publikum wartet bereits gespannt auf ihre Darbietung. Damit geht es auch schon los. Möge der Bessere gewinnen. Naja. Ich weiß noch nicht mal, wie es geht. Wie soll denn das was werden? Wie schade. Nicht gefangen oder was? 0 Punkte. Johnny. Johnny, gib her. Johnny, ich muss das nochmal werfen. Gib her, gib, gib, gib. Hol, 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 fang, fang. Johnny, was soll denn der Mist? Ich muss, glaube ich, Johnny, Johnny, kommst mal zurück. Johnny, 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 Leinchen, Johnny, Johnny, kommst du her? Johnny, wir haben nicht mehr viel Zeit. Die anderen haben schon 10 Punkte und 7 Punkte. Wir kriegen das nicht mehr hin. Los, los, gib her, Johnny. Ach. Hast verloren, Johnny. Auf Platz 3 mit 0 Punkten haben wir. Johnny. Preisgeld von 10 Euro. Okay, wow. Müssen wir vielleicht noch mal trainieren? Jetzt habt ihr Erholung verdient. Naja, verdient.
Ich weiß nicht, ob das verdient wirklich ist, aber ja, komm. Na komm her. Lass dich streicheln, Johnny. 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 Johnny, komm her. Braves Hündchen. Hast du fein gemacht. Warst zwar nicht gerade der Beste, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Den Versuch war es wert. Na, braves Hündchen. Nächstes Mal bist du besser. Jo, dieses kleine Hündchen hier, Zirs nämlich seit neuestem, das wollte ich auch nochmal sagen, bietet sich hier, glaube ich, super an. Ein paar Artikel in einem Shop auf spatshirt.de. Boah, ich hatte einfach mal Langeweile und habe mir gedacht, meine drei Maskottchen passen dort auf ein Design und hab da einfach mal aus Langeweile ein Design erstellt. Ja, och, der sitzt da sich in sein Körbchen. Legt er sich in sein Körbchen. Schläft er jetzt? Nee, er tollt noch ein bisschen rum. Jo, Johnny könnt ihr jetzt auf einem Design erhalten. Da könnt ihr euch Tassen kaufen, da könnt ihr euch Mauscovers kaufen. Ich glaube, es gibt auch T-Shirts. Dann könnt ihr euch auch eine Handyhülle kaufen. Ist ein bisschen teuer bei Sweatshirt, aber ich verdiene davon kein Geld. Ich habe das einfach nur Spaß erstellt. Also es ist irgendwie Zwergenfürsten-Merch. Aber die Preise sind von Spreadshirt so teuer und die sind immer so teuer. Und ja, wenn jemand wirklich Interesse daran hat, soll er es sich zulegen. Wenn nicht, ich habe das jetzt nicht erstellt, um Merch zu verkaufen. Das war halt, wie gesagt, nur eine Langeweile-Aktion von mir. Wie gesagt, ist verlinkt für die Leute, die das Design schön finden. Die können sich das reinziehen. Ein Kissen fand ich gar nicht so schlimm. Oh, pennt er jetzt ein. Oh, wieso gehst du nicht in dein Körbchen, Johnny? Schläfst einfach auf dem Boden. Ist doch so hart, der Boden. Das war's doch gerade schon dünn in deinem Körbchen. Naja. Passt wohl besser, der Boden. Naja, das ist der machen, wie du willst.